Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. So, und zwar habe ich ein süßes Päckchen bekommen. Das werden wir jetzt mal hier entpacken. Ich werde euch mal so auf den Tisch packen, dass ihr das vernünftig seht. Da werden auch bald noch neue Infos gepostet im Kanal. Könnt da mal verfolgen. Da wird sich nämlich einiges tun mit dem Unboxing-Tisch und so. Oh, wie groß ist das denn? Da bin ich jetzt aber sehr gerade. Oh, die sieht aber auch, die Verpackung sieht echt giftig aus. So, ich mach mal so. Die sieht echt giftig aus. Ach, das ist, jetzt erkenne ich das erst mit den Augen und so. Das ist diese eine Froschsorte. Anura. Habe ich doch gerade was gesehen? Ja, doch. Hoppala. So. Dort geht's auf. Geile Sache. Sieht doch schon mal... Oh, ich habe vergessen, meinen Ton auszumachen. Sorry. Das schneide ich raus. So, Ton aus. Das schneide ich raus. So. Das sieht doch schon mal recht geil aus, muss ich sagen. Ich kann jetzt nur von der Seite so gucken. Ihr seht jetzt gerade mehr als ich. Also die Verpackung sieht wirklich geil aus. Was ist denn das hier hinten? Und hier seht ihr praktisch, das muss ich euch unbedingt zeigen. Ihr wundert euch bestimmt, was das ist. Einmal das und das. Das sind die Bewegungssensoren der Maus, wenn man es so nennen möchte. Bei euch habt ihr praktisch nur ein so ein blaues Licht oder ein rotes, und hier sind es zwei. Einmal für links, rechts, einmal für hoch, runter. Da gibt es auch eine extra Software für. Boah, ich bin echt mal gespannt, wie das reagiert, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich bis jetzt noch nie eine Maus, das ist jetzt eine richtige Gamer-Maus, am Rande mal erwähnt, die halt das hat, also, und die sieht ja wirklich geil aus. Und wenn ich jetzt hier so ringucke, der Kabel sieht auch schon, ja, ich weiß, das Kabel sieht schon mal sehr lang und gut verarbeitet aus. Jetzt werden wir das hier einfach mal unboxen, in einem Unboxing, dafür ist es ja da. Und ich mache danach dann ein Hardware-Video, wo wir uns die Hardware ganz genau angucken werden. Ist hier noch was drin? Hier ist nichts mehr drin. So. Wenn wir das mal reinmachen wieder. So, das auch schön zumachen, dass ich euch das gleich schön vernünftig präsentieren kann. Jetzt fällt das um hier. So. Wartet mal, jetzt muss ich nur gucken, ist das hier wieder irgendwo geklebt oder ist das nicht geklebt. Bis jetzt sieht hier nichts geklebt aus. Muss ich aufpassen, nicht, dass ich mir wieder halb die Pfoten aufschneide, aber hier wohl nicht. Doch, hier ist es. Hier ist es doch nicht geklebt. Ha. Einfach auseinanderziehen. Ah. So, dann werden wir den... Warum hat das überhaupt zugemacht, ich Trottel? Wenn ich das sowieso hier wieder reinschiebe. Diese Maus werde ich jetzt in der nächsten Zeit nämlich intensiv benutzen, bevor ich sie wieder zurückschicken muss. So, und da ist alles mit bei. Da gibt es auch noch eine extra Software, das steht dann hier in der deutschen Beschreibung drin. Das werde ich euch dann alles im Hardware-Check, werde ich euch das genauer zeigen. Das werde ich dann aber am Laptop direkt machen und mein Laptop-Bildschirm abfilmen, damit ihr das besser sehen könnt, was ich dort mache, und halt das erste anschließen. Aber gleich machen wir erstmal noch das Hardware-Video und gucken uns die Hardware mal hier etwas genauer an. Sieht ja so im ersten Augenblick
Giftig, Alter. Leck mich am Arsch. Richtig giftig von unten rot. Ja, das gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Das war für das Unboxing, würde ich sagen. Wenn ihr da mehr sehen wollt, wie gesagt, ein Hardware-Video werde ich jetzt noch machen und dann ein spezielles Hardware-Check-Video, wo wir die Hardware dann mal anschließen werden, wo ich sie dann auch benutzen werde das erste Mal und meine ersten Erfahrungen mit dieser Gaming-Maus euch kundtun werde. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.